Ja, und ich begrüße euch wieder, liebe YouTube-Freunde, und zwar zum zweiten Teil Lords of the Fallen. Wir steigen gleich ein, und zwar, wer das erste Video gesehen hat, wir hatten uns ja die Paladin-Klasse zurechtgelegt, also das heißt den Krieger mit der Heal-Funktion, daraus wurde dann der Paladin, haben uns durch die erste Zitadelle so ein bisschen in dem Untergrund durchgekämpft, haben den Schlüssel sozusagen gefunden und stehen jetzt hier bei dem ersten Hüter, den wir besiegen sollen. Und ja, da bin ich mal gespannt. Da geht es dann richtig ab. Das ist sozusagen dann schon der erste Boss, den wir hier legen können. Also einer, der richtig Lebenspunkte, verschiedene Attacken und so weiter alles aufweist. Ja, und da bin ich mal gespannt. Also der wird schon, denke ich mal, etwas knackiger werden als die ersten Gegner, die wir gesehen haben. Diese Tipps auch immer ganz nett, was ihr da gesehen habt. Immer mal mitnehmen. So, Modelle, und da sind wir mit unserem Paladin. Sieht einfach super aus. Nicht vergessen, die PS4 momentan, es fehlt noch das Update, nimmt ja nur in 720p auf. Ich lasse es wirklich komplett über die PlayStation laufen. Das heißt, ich nehme es nicht extra noch extern auf. Dann könnte ich natürlich die volle 1080p aufnehmen. Das mache ich aber zurzeit nicht. So, und wir betreten auch gleich den Raum, die Zitadelle sozusagen, und sehen, da kommt er auf uns zu. Wir werden den auch gleich mal markieren, weichen hier aus, und ich will mir aber als erstes da hinten, da bin ich nämlich vorhin gestorben, weil ich dachte, scheiße, mein Video ist nicht gestartet, um das hier aufzunehmen, und deswegen hat man dann seine Lebenspunkte, seine, besser gesagt, Erfahrungspunkte verloren. Und die kann man aber, wenn man schnell genug wieder zu seinem Spawnpunkt zurückkommt, wieder einsammeln. Also, dann kriegt man diese Erfahrungspunkte zurück. Wenn man es nicht schafft, sind diese Erfahrungspunkte, die man halt für die ersten Gegner hat. Oh, wir müssen mal hier uns wegdrehen. Blocken. Jawohl, und ihr seht es, das ist... Es ist einfach super gemacht. Man hält halt einen Block von diesem Riesenkrieger halt aus. Ich meine, wenn man wirklich mit so einem Schwert von so einem Krieger eine auf sein Schild abkriegt, ja, dann wird das Schild auch mal nach oben abgeblockt und man kann den zweiten Schlag vielleicht nicht blocken. Deswegen sollte man sich dann drehen. So, da hätte ich natürlich jetzt in den Nahkampffight eher gehen müssen, aber jetzt ja, zweimal. Gibt's mal einen Schlag, der war gut. Ah, nicht zu nah dran und da springt er auch weg. Da drehen wir uns auch durch. Komm, nicht in den Gegner reindrehen. Oh, weg, weg, weg. Wir müssen den wieder markieren. Ah, jetzt komm, ran, 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 ran. Jawohl, der saß. Zwei und jetzt weg. Puh, puh, puh. Und nochmal rollen. Das Spiel ist halt, wie gesagt, man muss hier wirklich blocken, rollen, ausweichen und nicht wie bei vielen anderen einfach drauf, drauf, drauf. Das funktioniert halt hier nicht. Ja, und deswegen ist dieses Spiel auch so klasse gemacht. Wir spielen Paladin, der hat halt wirklich viel Rüstung an. Ich nehme mal einen Trank vorsichtshalber, da muss ich auch drauf achten. So, jetzt sind wir wieder voll. Und deswegen bewegt er sich natürlich auch etwas langsamer. Und das ist alles, oh, da schleudert er mich einfach weg. Das ist alles träger gemacht. Würden wir jetzt den Schurken nehmen? Scheiße, da hat er mich erwischt. Das wäre eine gute Aktion sonst gewesen, in den Nahkampf zu gehen. Hätten wir den Schurken, könnten wir uns natürlich schneller bewegen. Scheiße. Ich muss mal eben wieder hier zurück. So. Haben wir schon wieder die Hälfte der Energie verloren. So. So, jetzt ausweichen und zu früh gedreht. Scheiße, da können die mich aufregen schon wieder. Das ist nämlich dann die Besten, wenn er sein Schwert unten hat. So, jetzt habe ich eine harte Attacke. 1, 2, das blockt da. Jetzt gehen wir wieder im Block. Ja, da machst du nix. Und jetzt schlagen wir ihn. 1, 2, 3. Da gibt er mir einer mit seiner Special. Und wir können auch mal unseren Special holen. Das ist das, was wir uns ausgesucht haben. In der ersten Stufe sozusagen eine Abwehr.
Aber wahrscheinlich fällt er nicht drauf rein, oder? Doch, sehr gut, jawohl. Jetzt können wir ihn hier attackieren. Ja, ja. Das ist sozusagen ein ein... Ja. Ich komme mir gar nicht zum Sprechen. Also der Zauber in der ersten Stufe spawnt sozusagen mich nochmal zum Ablenken, wenn der bereit ist. Jetzt gehen wir hier voll in den Infight, du. Komm her, gib ihm und nochmal ausweichen. Nein, nicht dahin ausweichen. Wegrollen, sollst du dich. Trank nehmen, wir wollen jetzt hier nicht sterben. Oh. Geil, wie der durchdreht, aber jetzt sollten wir... Und komm, den letzten gebe ich dir jetzt. Hier, zack, komm, komm, bam. Jawoll. Und ihr seht, also mir macht sowas richtig Spaß, weil das ist schon knackig. Ihr müsst es halt mal selber spielen. Man muss wirklich genau das Timing finden. Ihr habt es gesehen, manchmal, wenn er den Schwertschlag gemacht hat, hat es genau gepasst, dann konnte ich da wirklich ausweichen. Wenn ihr das zu früh ansetzt, die Rolle, ja, habt ihr Pech gehabt, dann trifft er euch trotzdem noch, weil der natürlich mit dem Schwert erst oben im Anvisieren ist und das natürlich noch nach links und rechts variieren kann. Also, es wird, und das war der erste Boss, ihr seht es hier, der erste Hüter wurde gelegt. Und ich glaube, das wird noch richtig knackig. Einer dieser Herrscher, von denen Kaslo mir erzählt hat? So. Mal gucken, was der gedroppt hat. Bestätigtes Großschwert, versiegelte Rune groß, weil die Bosse lassen natürlich auch immer was droppen. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz, bevor die Zeit abgelaufen ist, so ein bisschen hier was zur Charakterentwicklung. Also wie man das wie das ganze Spiel eigentlich auch aufgebaut ist, weil das hatten wir im ersten Video ja noch nicht gesehen, weil es in Anführungsstrichen auch noch nicht freigeschaltet war. Und da seht ihr es. Dieses Menü kann ich euch so schon sagen, müsst ihr einfach mal euch dann natürlich selbst in Ruhe ansehen, weil das ist jetzt nur in Anführungsstrichen ein Schnelldurchgang. Und hier sehen wir unsere Anfangsattribute, die wir uns zurechtgelegt hatten, mit Stärke, Vitality, der Glaube, der höher gegangen ist, weil wir ja den Paladin spielen. Und hier haben wir sozusagen die ganzen Karten oder besser gesagt auch Audiodateien, die wir dann gefunden haben, Monster, die wir erlegt haben, dazu die einzelne Beschreibung, Notizen und, also da ist richtig viel, ihr seht es hier, was hier alles noch dazu kommt, also unglaublich. Dann sind wir hier in dem ganz normalen Inventar und jetzt wird es nämlich interessant und das finde ich einfach bei solchen Spielen, das ist einfach, ja, das gehört dazu und das ist einfach klasse. So, wir haben hier das normale Stahlschwert. Ihr seht es, macht Schaden 18, Kraft und Energie, wenn es dann bei 100% ist, Gewicht 1. Wenn ich jetzt hier auf das bestätigte Großschwert gehe, das heißt, wähle ich jetzt hier aus, bestätigtes Großschwert, würde der Schaden um 5 runtergehen, ja, das Gewicht um 3, weil ich kann das Ding noch gar nicht tragen. Ich kann das hier mal anklicken, Achtung. Und jetzt seht ihr, Stärkeanforderung ist nämlich 15. Das seht ihr rechts. Ja? Er hat sogar einen Sockel, sehe ich gerade. Sehr geil. Das heißt, da könnten wir sogar was reinmachen. So, und wenn ihr jetzt denkt, ja gut, ausgerüstet hat er das ja. Richtig, anlegen könnt ihr das. Ihr seht es unten links. Dort ist Gewicht. Ich bin mit 0,25 an Gewicht drüber. Und wenn ich jetzt hier rausgehe aus dem Ganzen, ja, habe ich das geile Schwert. Aber guck mal, ich gehe nicht. Ich bin wirklich im Sprint. Ja? Da geht nichts mehr. Und jetzt pass auf, wenn ich versuche jetzt zu schlagen mit diesem Schwert, da steht es rechts unten, ich bin total überlastet. Also ich kann dieses Schwert kann ich nicht benutzen zurzeit. Ich kann es anlegen, sieht nett aus, ja, Flammenschwert und so weiter, aber in den Kampf damit ziehen, mich bewegen, laufen, ja, ich bin überlastet, es ist zu schwer. Der Charakter ist dafür einfach noch nicht geeignet. Und das macht die solche Spiele, finde ich, einfach aus, wenn das auch wirklich darauf Einfluss erhält. So, deswegen gehen wir mal wieder zurück zum Inventar. Wir sind leider nicht so weit. Wir haben Stärke 10. Das bedeutet, wir müssen mit dem normalen Stahlschwert zurechtkommen und lassen das erstmal dran. Heiltränke haben wir jetzt keine mehr. Die haben wir gerade alle verbraucht. Diese Splitter, wie gesagt, haben teilweise EP drin. Seht ihr hier Feuerwiderstand 30 Sekunden und. Die könnt ihr dann während des Kampfes durchswitchen. Versiegelung, Rune, groß, unbekannt. Was bedeutet das? Wir können uns das angucken. Okay, die müssen wir wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwo schmieden lassen oder sonstiges. Questgegenstände, Ringe, Helme haben wir auch noch den. Brustpanzerung, Hände, Schuhe, ja, Schild, das normale.
und hier Handschuhe. Okay, wir haben momentan gar keine wirklichen Handschuhe. Also ihr seht, was man hier alles ausrüsten kann, ist wirklich sehr geil gemacht. So, zur Charakterentwicklung. Das ist wirklich sehr umfangreich. Ihr seht hier die einzelnen Stärkefähigkeiten, das heißt diese Magiefähigkeiten, die man auch am Anfang auswählen konnte. Ja, und da haben wir ja nicht standardmäßig den für den Krieger genommen, ja, sondern wir haben ja die Heal-Funktion genommen und ihr seht es da, Gebet 1 von 3. Um dies aufzuwerten, müsste ich jetzt hier meine momentane Erfahrungspunkte, die ich jetzt gesammelt habe, da steht unten links, seht ihr da, momentane Erfahrung, 1615 Punkte, könnte ich das einsetzen und rechts seht ihr immer, bis wie viel das aufleveln, bis wie viel ihr das aufleveln müsstet in den eigentlichen Attributen. Das heißt, ich bräuchte Charakterstufe 12, also Glaubensanforderung 12 und hier auch, dann würde ich das als erstes freischalten. Dann hätte ich jetzt sozusagen nicht nur diesen bewegungslosen Klon, den ich ja auch gerade bei meinem Endboss gezeigt hätte, sondern hätte tatsächlich auch schon hier eine Schutzhülle, die alle Widerstände erhöht und erlittenen Schaden spiegelt und so weiter. Das könnte ich dann natürlich auch einsetzen und je nachdem, wie oft ich das upgrade, 1 von 3, wie gesagt, geht 3 bis 3, umso stärker wird das natürlich. Ja? Und das können wir natürlich das gleiche, so, wo sind wir? Genau, da, mit unseren Attributspunkten machen. Dadurch brauchen wir die. Um das Schwert zu tragen, haben wir vorhin gesehen, bräuchten wir Stärke 15. Jetzt klicke ich einfach mal, Achtung, ihr müsst jetzt gucken, momentane Erfahrung, 1615 Attributspunkte steht unten für die erste Stufe 0 von 500. Jetzt könnte ich aufwerten, Achtung, zack, und würde einen Attributspunkt haben und den könnte ich jetzt hier wahlweise vergeben. Stärke hier. Zack, bin ich jetzt auf 11. Schaden plus 1. Jetzt könnte ich EP, okay, kostet jetzt schon 550. Nehme ich. Bupp. Könnte ich hier noch eine Stärke zumachen. 605. Also ihr seht, es wird immer teurer. Und die dritte kann ich mir schon gar nicht mehr leisten. 565, da ist Ende. So, und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Teil, nämlich ich kann diese ganzen Attributspunkte natürlich auch in meinem Charakter speichern. Das heißt, ich vergebe sie nicht. Das heißt, ich laufe damit wirklich während des Dungeons rum. Gefährlich wird es jetzt, wenn ich natürlich sterbe. Ich muss in einer gewissen Zeit zu meiner Leiche sozusagen wieder zurückfinden, um meine Attributspunkte wiederzukriegen. Denn es läuft eine Zeit ab. Wenn ich das nicht schaffe, kriege ich halt nur so und so viel Prozent meiner Attributspunkte wieder zurück. Ja? Oder wenn ich es gar nicht schaffe, kriege ich halt gar nichts zurück. Und dann heißt es natürlich, okay, das Ganze war für die Katz. Jetzt kommt aber das große, warum soll ich dann nicht das gleich ausgeben? Weil, ganz einfach, so umso mehr Attributspunkte ihr an eurem Charakter oder mit eurem Charakter mittragt, umso mehr Glück habt ihr bei Drops, umso mehr Fähigkeitslevel bekommt ihr, um in Kisten oder sonstiges Gegenstände zu finden. Also das ist ganz wichtig. Man muss da immer so ein kleines Gefühl für haben, was nehme ich jetzt mit, lohnt es sich, level ich jetzt lieber auf. Und man kann die Abschnitte natürlich immer wieder erneut spielen, aber man will ja das Spiel auch mal irgendwann weiter fortschreiten lassen. Das ganze Spiel ungefähr, die Entwickler haben gesagt, gute Spieler, also die mit sowas Erfahrung haben, sind in einem Run, also in dem ersten Run, auf der leichtesten Stufe in ungefähr 15 bis 20 Stunden Spielzeit durch, wobei dort keine großen Nebenquests oder sowas gemacht worden sind. Das heißt, das Ganze hat schon ungefähr Spielzeit, haben sie gesagt, um das wirklich komplett abzuschließen, braucht man gute 50 Stunden. Erfahrene Spieler. Ja? Also für alle anderen, die vielleicht jetzt neu einsteigen mit solchen, in Anführungsstrichen, ich sag's mal, Rollenspielen, die könnten auch mal gut 70, 80, 90, 100 Stunden sich an so einem Spiel aufhalten, weil ihr werdet es merken, der Schwierigkeitsgrad ist halt abartig hoch. Und das ist auch gut so. Man muss halt immer wieder ran, immer wieder sich aufleveln, versuchen noch irgendwo andere Gegner und Mobs zu killen, versuchen irgendwo seine Gegenstände herzufinden. Und das macht es einfach so spannend, dieses Spiel. Wie ich finde. Natürlich wieder meine Meinung. Die ersten 15 Minuten sind schon wieder rum. Ich sage erstmal wieder ciao, ciao. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Videos hier zu Lords of the Fallen hochladen. Und ihr könnt ja gerne in den Comments einfach mal reinschreiben, wenn ihr das Spiel habt, wie es euch gefallen hat, wo ihr vielleicht gerade hängt, wo ihr Hilfe braucht. Also, wir sehen uns. Bis nächste Mal. Ciao.